So Leute, es kann schon weitergehen mit Let's Play The Last of Us. Ich bin jetzt euer MC Mafix. Ja, Tess sagt, dass wir ihr hochhelfen sollen und das machen wir auch. Im letzten Part haben wir den Prolog abgeschlossen und haben gesehen, wie die Tochter von Joel Sarah gestorben ist. Aber dies ist schon lange her, nämlich 20 ganze Jahre und seitdem sieht es nicht sehr gut aus hier für die Menschheit. Infizierte, Fireflies, Terroragenten und was auch immer gibt es hier. Aber immerhin haben wir eine Waffe mit 4 Kugeln. Wir sind vorbereitet. Ja, wir wollen gerade irgendeinen Mann finden namens Robert und dazu müssen wir erstmal die Stadt verlassen. Bei den netten Wachen, glaube ich, ist das keine so gute Idee, aber naja. So, wie kann ich dir jetzt hochhelfen? Ah, da steht's mal so. Okay. Let's go. Hüpfe. Ja, Ma'am. Nenn niemals eine Frau Ma'am. Das ist Regel Nummer 1. So, willst du mir auch hochhelfen, oder? Dankeschön, Tessie Boy. Tessie Girl. Tessie Girl. Und allop. So, erste schwere Prüfung im Spiel bestanden. Wir haben es geschafft, eine Wand zu erklettern. So, und was zur... Ah, okay. Der Geheimgang ist irgendwie nicht so gut versteckt, wenn man da reinsehen kann, aber egal. So, wo sind wir jetzt? Oh, ich will bitte nur einfach keine von diesen Zombie-Viechern sehen, vorsichtig, die wir im Prolog gesehen haben. Das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? Oh, schau euch das an. Och Leute, sieht das geil aus. Schaut euch das. Oh. Ey, The Last of Us sieht so unglaublich schön aus. Ey, Scheiß auf Crysis 3. Schaut euch das einfach mal an. Das sieht ja wahnsinnig aus. Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Das nehmen wir einfach mal als Kompliment hin, würde ich sagen. Aber Leute, schaut euch das an. Wie detailreich. Was für eine Oh. Wo ist die Leiter? Es sieht echt schön aus. Muss ja irgendwo sein. Leiter. Leiter? Achso, ich muss die jetzt finden. Achso. Sag das doch. Da ist eine Leiter. Hab sie. Gut, bring sie rüber. Okay, total freigeschaltet. Zum Ansehen, Start drücken. Leitern und Bretter an. Stelle Leitern an Wänden, um höher gelegene Orte zu erreichen. Wenn Leitern oder Bretter einen Vorsprung übertragen, kannst du sie mitnehmen. Bretter können über Löcher und Spalten gelegt werden, um an den Stellen, die Springen nicht erreicht sind. Das ist ja mal geil. Das heißt also, wenn wir eine Leiter finden, können wir die immer benutzen, um hochzuklettern und Abgründe zu überwinden. Ey, das ist irgendwie ein cooles System, muss ich mal schon sagen. So, ich wette, hier gibt es irgendeinen Bonus, für den ich so blöd bin, den zu finden, aber ist ja wurscht. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Alles ist drin. Also. Kann ich die jetzt mitnehmen, irgendwie die Leiter? Nee, schade. Okay, ey, jetzt, ich will nicht immer die Waffe holen. Och Leute, aber schaut euch die Grafik an. Ey, das sieht ja wahnsinnig gut einfach aus. Kann man schon nichts dagegen sagen. So. Gut, ein Fernseher. Ach komm, warum müssen immer die Fernseher betroffen sein? Warum erfällt euch auf, in der Zombie-Apokalypse ist immer der Fernseher kaputt? Was soll das? Was ist das? Wow, man kann was aufmachen und dann ist da irgendwie nichts drin und... Ach, was sind das für Kackschubladen? Was ist das? Hier ist irgendwas. Eher ein... Und meine Taschenlampe. Okay, und was mache ich jetzt mit dem? Ein Flyer-Anhänger. Ich glaube, das wäre jetzt ein Dogtag. David Michael Vigil. Das ist auch schön. Okay, und wir haben eine Taschenlampe. Oh, geil. Dazu müsst ihr wissen, ich habe mir The Last of Us beim GameStop gekauft. Und beim GameStop hat man auch eine Taschenlampe von The Last of Us bekommen. Das heißt, ich habe eine schöne, wunderbare Taschenlampe, wo The Last of Us steht. Ich tue mal irgendwo ein Bild einblenden oder sowas. Und dem mal zeigen. Ey, die sieht echt cool aus. Das war der Highlight, den ich zu meinem Geburtstag bekommen habe. War ein Witz. So, Schublade auf. Ah, hier ist was drin. Ich weiß zwar nicht genau was, aber... Sammle Teile, um Waffen zu verbessern. Okay. Nett. Ja. Jetzt hier runter. Wird wahrscheinlich schon ganz hilfreich sein. Okay, was gibt's hier? Robert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen, hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir sollten für den nächsten Monat mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich. Ja, tja, er hat immer irgendwas. Das reicht dann für eine Weile. Warte. Sporen? Sporen? Okay, wir haben Gasmasken sogar. Okay, das sind diese Sporen. Also in der Vorberichterstattung haben wir immer gehört, also habe ich zumindest gehört, dass das ja ein Virus ist, der hier ist. Und ich schätze mal, genau dieser ist es hier. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. So, ducken und dann können wir da runterkriechen. Okay. Ja,
Sollte machbar sein. Wer ist da? Oh mein Gott! Das ist ja ein Mensch. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Das ist jetzt nicht gut, oder? Wenn der jetzt noch nicht lange tot ist. Okay. Oh, du bist ja unbegabt. Alles okay? Ja. Einfach unbegabt. Verdammte Decke kommt runter. Einfach unbegabt bist du. Tut mir leid, Joel, aber du bist unbegabt. Ehrlich. Okay, schauen wir mal. Erst werden wir von Flaschen erschlagen, dann von der Decke und ach. Scheiße. Pass auf, pass auf. Helf mir. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Und was sollen wir jetzt machen? Alter. Was willst du jetzt tun? Will er jetzt, dass wir ihn erschießen? Also, er hat die Wahl, zu einem Infizierten zu werden. Oder eben, dass wir ihn töten. Ich würde sagen, das Beste ist, dass wir ihn töten, weil das, was aus diesen geworden ist, ist wirklich nichts Gutes. Tut mir leid. Gehen wir. Und den ersten Schuss haben wir abgefeuert. Eine Kugel, die, schätze ich mal, wertvoll ist, aber trotzdem, ich glaube, das war eine gute Idee. Also, nicht eine gute Idee, es war grausam, aber zu dem, was diese Viecher da sind, also, da, glaube ich, ist der Tod wirklich eine Alternative. Also, und sogar eine viel bessere Alternative, muss man wirklich sagen. Also, das, was wir da im Prolog von diesen Viechern gesehen haben, das war echt bestialisch. Und, ja, scheint mir wirklich nicht so das Ideale zu sein. Oh, das hört sich gar nicht gut an. Erzball, um in den Lauschmodus zu wechseln. Okay. Jetzt sehen wir die Viecher. Also wenn man lauschen muss, dann können wir an den Geräuschen hören. Und was ist jetzt? Achso, wir können uns an die hinschneiden. Dann schätze ich mal die... Achso, das ist Tess. Ich dachte, da wäre jetzt noch einer von den Viechern. So. Zum Erwürgen. So. Viech ist erwürgt. Jetzt kippt doch endlich mal um. Und was mit den anderen beiden? Schnell und leise. Himmel. Einfach mal ignorieren. Sehen die Viecher mich? Ey, was läuft die da? Ey, ich stealth da rum und was macht die? Die sprintet da durch. Ey, Tess, du bist auch hohl. Ganz ehrlich, ich stealth da. Bin voll leiser, voll Angst, dass jetzt einer von den Viechern aufsteht. Und die jumpt da rum. Das gefällt mir schon mal. So, okay. Muni? Muni ist immer gut. Oh, aber die Viecher, ey. Das sind also die Infizierten, die wir schon im Prolog gesehen haben, die, ja, für all das verantwortlich sind. Und ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was ich tun soll. Habe ich irgendwie eine Weganzeige, also nur ungefähr, wo ich hin muss? Vielleicht eine Tür oder so? Oder soll ich die Viecher einfach erschießen? Ich will jetzt nicht in der Munition dafür verschwinden. Weiß nicht, wie oft wir noch Munition finden werden in diesem Spiel. Oder gibt es hier vielleicht noch irgendwas Sinn? Ah, da gibt es noch was Sinnvolles. Was, voll? Ich habe irgendwas voll? Was denn ist das? Medikit, ach so. Ach so, ja, ich habe sogar Medizin voll. Soll ich die jetzt echt töten, die Viecher? Nein, 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 nein. Das ist vielleicht keine gute Idee, jetzt in die Karte zu wechseln. Hä? Ich glaube, ich soll die erst... Oh, scheiße. 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 Töte ihn. Töte ihn. Töte ihn. So, das war schon mal sehr schlecht. Okay, das waren alle. Und jetzt kann ich die Medizin, die man gebraucht. Gehen wir zurück in die Stadt. Hä? Ist mir extra hierher gekommen? Nur um wieder zurückzukehren? Was ist denn das für eine Kacke? Jetzt schieße ich extra sogar meine Munition weg, weil ich denke, die müssen wir töten, was natürlich auch meine, was auch der richtige Gedanke war, auch wenn ich zu blöd war, um mich an den anderen reinzusteffen, weil der eine auf einmal loshüpft. Ich wollte mich eigentlich ducken und in Lauschmodus gehen, aber auf einmal sprintet der da los und ach. Und dann sagt sie so, oh, jetzt gehen wir wieder zurück in die Stadt. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Nee, jetzt bin ich beleidigt. War da nicht mal eine Tür, wo wir durchgekommen sind? Ey, bin ich gerade blöd? Ey, ich bin echt blöd. Wo ist denn die Tür?
Verdammte Tür. Ah, da geht's hoch. So. Ja, da hätten wir einfach weitergehen müssen. Boah, ich bin einfach der Hohlste der Hohlen der Hohlen. Ganz ehrlich. Aber anstatt dass ich einfach weitergehe, nee, schlagen wir uns mit ihnen rum. Oh, ehrlich, Mann. Ich bin echt beschränkt. Ich geb's dir mal zu. So, was ist da? Zombie. Ich bin auf alles gefasst. Ich kann ha, ha, ha machen. Ha, ha, ha. Okay, ist hier irgendwas Schönes? Nein, nein, ah, doch, hier. Was ist das? Eine Nachricht. Kann man die auch... Oh. Achso, lesen. Ich hab gedacht, wir müssen jetzt diese schlimme Schrift da lesen. So. Mein lieber Bruder, wir waren so nah dran. Ich sitze vor der Mauer und weiß, ich werde die Zone nie von innen sehen. Beim Warten auf den Schmuggler hörten wir einen Trupp Soldaten kommen. In Panik haben wir uns in ein Haus geflüchtet. Niemand von uns hat die Sporen bemerkt, bis es bereits zu spät war. Wir sind alle infiziert. Wir haben noch ein paar Stunden, vielleicht einen Tag. Ich hoffe, der Schmuggler kommt trotzdem, damit ich dir wenigstens diesen Zettel schicken kann. Ich hätte auf dich hören sollen und mit in die Zone kommen sollen, als es noch ging. Jetzt ist es zu spät. Pass auf dich auf, Mark. Okay. Das habt ihr alle nicht gehört. Sie wollten in die Zone und wurden infiziert. Die Grimm sind jammern darüber. Und dann sind da die armen Tölpel, die unbedingt dort leben wollen. Okay. Ja, die Infizierten haben... werden in der Stadt haben wir gesehen, was mit denen passiert. Anstatt irgendwie behandelt werden, aber erschossen werden. So, immer können wir die Maske wieder ansetzen. So. Taschenlampe an, Taschenlampe aus. Super, ich kann sie nicht an- und ausmachen. Oh, frische Luft. Okay. Frische Luft? Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey, wenn die nicht abgelaufen wären, wäre das eine Idee. Ein Raumspray. Das ist immer das Beste. So. Wo müssen wir dann wieder lieber hin? Meine kleine liebe Tess. Da? Na gut, dann Sesam, öffne dich. Hoppe, hoi. Ich bedrohe dich. Ihr werdet bedroht von Ungeziefer. Kennt man aus Toon Half Man. So, gut, ich will mich irgendwie die ganze Zeit umschauen eigentlich nur und irgendwas Cooles finden. Aber ich will auch nicht euch das antun, dass ihr mich die ganze Zeit seht, wie ich hier mir alles genau anschaue. Aber ich bin echt so beeindruckt von der ganzen Kulisse, von der Grafik. Ey, das sieht echt so gut aus. Das Brett ist weg. Was? Brett? Achso, jetzt kommt es wahrscheinlich mit dem Brett, was die da und vorher in dem Tutorial gezeigt haben. Ich hole es. So, ich setze mal da das Brett, oder? Oder wie? Oder wo? Oder was? Oder kann ich nicht einfach... Warum kann ich nicht einfach irgendwie so springen? Okay, in diesem Spiel können wir schon mal nicht weit springen. So, ich weiß natürlich, welches Brett sie meint. Weil es gibt ja nicht irgendwie 100 Millionen Bretter, die alle hier rumliegen. Es liegen ja überall Bretter rum. So, ich setze mal hier... Da habe ich doch ein langes gesehen. So, Brett, Brett, Brett. Es sind alles Bretter! Ehrlich, Mann. Ich sollte irgendwie mehr aufpassen. Ich weiß nicht. Irgendwie, sie sagt Brett. Ja gut, welches Brett? Schau dich das mal an. Wo ist hier bitte kein Brett? Hier ist überall ein Brett. There are Brett, here Brett, everybody is a Brett, Brett. So, möchtest du dich nicht nochmal wiederholen? Kann ich dich eigentlich schlagen? Nee, kann ich nicht. Schade. Schade. Hey, gibst du mir das Brett? Ja, da war ich doch gerade. Ehrlich, Mann, ich sag doch, Spiel überfordert mich. Ich bin so simpel gestrickt für so ein Spiel. So, vielleicht dadurch leben? Na, mich jetzt nicht gewundert. So, Brett hochholen. Ganz ehrlich, warum immer Ladies First Aid so gefixt selber hier ihre Bretter holen? Ihre... Hier. So, wo bist du? Wenn du mir sagst, wo du bist. Ach, da ist sie. Ja, jetzt kann sie auf einmal gehen. Ganz ehrlich, wenn ich hier die harte Arbeit machen muss. So, platzieren. Bitteschön. Hallo? Platzieren? Dankeschön. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Okay. Das gefällt mir. So, das ist echt der typische Uncharted-Humor. Also es ist ja von den Machern, das ist echt der komplett identische Humor. Immer, dass die Hauptcharaktere sich so ein wenig triezen. Ach, das liebe ich. Uncharted ist ja auch geil. Kann man schon nicht dagegen sagen. So, das müssen wir noch herausfinden, wo wir mal wieder zurückkommen. Ah, da. So, hoppahü. Na super. Und das hast du in der Zeit gemacht, wo ich hier meinen Weg zurückgebahnt habe. Kannst du da rübergehen? Schwing deinen Arsch hoch. Dann los. Okay.
Wir haben unseren Arsch übergesprungen und alles läuft gut und... Ah, schon wieder hier. Schön. Oh, hallo. Das sieht einfach so geil aus. Schaut euch das mal an. Ey, das sieht echt so, so real aus. Das macht einem schon Angst. Da macht es einem wirklich noch mehr Angst, dass es hier Apokalypse ist, wenn es so gut aussieht. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. So, Soldaten. Das ist nicht gut, wenn da jetzt irgendwo Soldaten rumlaufen. Naja, schauen wir mal. Was ist hier? Gestrüpp. Mehr Gestrüpp und noch mehr Gestrüpp. Und eine Tessie Boy, die es nicht schafft, Bretter hochzuheben. Naja, man kann nicht alles haben. So, schleichen. Oh, oh, bitte keine. Bitte nicht mehr, mehr von diesen Viechern. Die, ich bin so unbegabt, um die zu besiegen. Oh, da fällt mir ein. Oh, wir haben einen Brief gefunden. Und ich schätze mal, die wir getötet haben, waren genau die, die auch den Brief geschrieben haben. Naja, nicht jeder kann in einer Apokalypse überleben. So, da rein. Da rein. Soll ich die Taschenlampe einfach mal ausmachen, weil irgendwie, glaube ich, merken, so blöd sind die auch nicht, dass die so ein Licht nicht sehen. Nimm dir die Kugel. Kugeln? Wo Kugel? Oh, Kugeln will ich gerne haben. Hä? Ah, da, Kugel. Oh, vier. Ey. Jetzt haben wir 11 Schuss. Ich weiß nicht, irgendwie ist das voll wenig, aber trotzdem freut mich das irgendwie. Hey, kleiner Mann. So, was? Hey, kleiner Mann? Wer von uns ist klein? Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Okay, der schaut jetzt erstmal, ob hier irgendwo ein paar Wachen sind. Na, das macht's interessanter. Und ich hoffe, dann konnten wir auch mal wieder in die Stadt rein. Das wäre natürlich nicht schlecht. Jetzt, immer wenn ich was sagen will, dann labert mir die Tests rein. Das, ach, wurscht. Ich überlabere die jetzt einfach. Puh, labern King labern. Okay. Was ist jetzt los? Hat die da was angefangen? Okay, was ist hier? Schauen wir uns immer um. Ohne Lebensmittelkarte gibt's kein Geschäft. Ich tausche nicht gegen Kugeln. Muss ich mir mal anlegen? Ah, ich kann meine Waffe nicht ziehen. Ach, was ist denn das für ein Kack? Ich würde jetzt einfach bedrohen. So, was gibt's hier? Beeilung, wir verhungern. Ganz ruhig bleiben. Der Nachschub kommt schon. Ich will auch was haben. Hey, warte es ja nicht, ich muss. Ey, alle bekommen ja was zu essen und wir müssen hungern. Tut mir leid, wir sind alle vorbestellt. Hat keine Stunde gedauert. Komm nächste Woche wieder. Hundi. Mag keine Hundi. So, Tess, wo geht's jetzt lang? So, was ist was zu essen holen? Essen? Die sehen irgendwie gar nicht mal so nett aus. Anfassen heißt kaufen. Anfassen heißt ja. Tess. Du kommst gar nicht mehr vorbei. Ich will nichts anfassen. Ich weiß noch nicht, wo ich hin soll. Warum sind das so viele Schläger? Aha, ich kann mir irgendwie denken, was das für ein Oh, also hier ist einer, der das Gangsterviertel. Illegale Kämpfe und Prostitution. Nett. Okay, gut, Tess scheinen die uns zu kennen. Uns mag bis jetzt noch keiner. Hier schauen es immer so merkwürdig an. Ja, ich will auch ehrlich gesagt nicht wissen, woher du den kennst. Ich glaube, die Antwort darauf wird mir sicher nicht gefallen. Naja, was gibt's hier? Duftkerzen. Duftkerzen? Oder Tarotkarten? Der sieht mir irgendwie ein bisschen abwesend aus, der Typ. Naja. Okay, gut. Dann weg von Duftkerzen und Tarotkarten und suchen wir jetzt diesen Robert. Nicht diesen Robert, oder? Robert. Ich weiß immer noch nicht, wenn der so. Was ist da? Der Typ hat in dieser Fabrik jede Menge Zeug. Ein Steckbrief. Wow, Moment, Mann. Ja. Komm, jetzt sehen, von wem ist das? Lesen, gesucht wegen Firefly-Komplizenschaft. Oh, okay. Interesting. Oh, wer bist denn du da? Ich will nichts von dir, ey. Ey, alle schauen uns in diesem Spiel so böse an. Wir tun doch keinem was. So, jetzt wo ist der Tess? Okay. Die weiß natürlich, was lang geht. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Okay, Tess kann sich eindeutig durchsetzen. Bei uns klappt es noch nicht so, aber das werden wir auch noch hinkriegen, hoffe ich jetzt einfach mal. Ich würde sagen, wir machen einfach mal wieder einen kleinen Cut und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Let's Play The Last of Us. Bis dahin, euer Dem Zimmerfix, haut rein, ciao.